Durch Bruno Gröning wurden Tausende von Menschen von unheilbaren Leiden befreit. Fachleute aus Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Informatik, Theologie, Philosophie und andere mehr kommen zu einzigartigen Einsichten durch eigene Erfahrungen mit der Lehre Bruno Grönings. Schönheiten der Natur in Formen und Farben. Jede Blüte besteht aus Milliarden von lebenden Zellen. Jede Zelle ist ein Meisterwerk in Perfektion. Wer produziert solches in so kurzer Zeit von Tagen oder Wochen? Das Leben. Was ist das Leben? Das Leben ist Gott, sagte Bruno Gröning. Er wusste, wovon er sprach. Bruno Gröning hatte ein ungewöhnlich hohes Wissen und die Fähigkeit, die Weisheiten und die Kräfte des Lebens zu nutzen, auch für die Menschen. Durch Bruno Gröning wurden Tausende von Menschen von unheilbaren Leiden befreit. Dies geschah, als im Jahre 1949 die Erfolge seines Wirkens in der Öffentlichkeit publik gemacht wurden. Immer mehr Hilfesuchende strömten zu ihm, bis zu 30.000 täglich. Er sprach nur zu ihnen und oftmals stand er schweigend vor der Menge. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Und das Unfassbare geschah. Menschen wurden gesund. Er selbst war ein sehr bescheidener Mensch. Er nahm kein Geld für die geschehenen Heilungen und sagte immer wieder, nicht ich heile, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich weiß nicht viel, ich weiß nur das, was Sie heute nicht mehr wissen. Heute geschehen die Heilungen weiter. Zahlreiche persönliche Erlebnisberichte bezeugen die positiven Wirkungen durch die Anwendung der Lehre Bruno Grönings in allen Lebensbereichen, auch in der heutigen Zeit. Viel Interessantes und Berührendes werden Sie auf dieser Internetseite erfahren. Es wird Ihnen ein tiefer Einblick in die zu Bruno Grönings Lebzeiten von den meisten Menschen nicht erkannte Dimension seiner Lehre ermöglicht. Sein Wissen, zusammengefasst in seiner Lehre, wird heute vom Bruno Gröning Freundeskreis gepflegt und weltweit in über 100 Ländern unentgeltlich an Interessierte weitergegeben. Das ist möglich, weil ausnahmslos alle Helfer ehrenamtlich mitarbeiten aus Dankbarkeit für erhaltene Hilfen und Heilung und sämtliche Kosten durch freiwillige Spenden gedeckt werden. Fachleute aus Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Informatik, Theologie, Philosophie und andere mehr kommen zu einzigartigen Einsichten durch eigene Erfahrungen mit der Lehre Bruno Grönings. Dies erfüllt sie so sehr, dass sie die Öffentlichkeit in persönlichen Berichten informieren und mögliche Nutzen aufzeigen wollen. Just stuck with me that what Bruno said, there is no incurable. And then during the film I saw people healed of multiple sclerosis. Then I said, my gosh, then this could be possible for me too. And I felt this incredible energy flowing through my body, something I'd never ever felt before. And this great love coming from Bruno Gröning. And my outlook completely changed and I found myself filled with energy again. Die guten Erfahrungen, die Menschen unabhängig von Religion und Nation mit dieser Lehre und der bewussten Aufnahme der Heilkraft weltweit machen,
sind Aufruf und Mahnung zugleich, das Gute wieder zu erkennen und nachhaltig anzustreben. Überzeugen Sie sich selbst, war eine von Bruno Gröning oftmals wiederholte Empfehlung. Die damit gemachten und hier berichteten Erfahrungen sind nicht nur für Ärzte und Wissenschaftler von großem Interesse, sondern auch für Hilfesuchende, für Eltern und Erzieher und ganz besonders für alle Menschen mit Herz. Musik.